Mit Musical hat sie auch nicht so wahnsinnig viel am Hut, so wie ich sie einschätze. Aber wir können sie gleich befragen. Sie hat einmal in einem ihrer Programme gesagt, sie möchte gerne, wenn sie gestorben ist, ausgestopft werden. Und sie hat sich gefragt, in welcher Pose. Und sie hat sich dann selbst beantwortet, auf allen Vieren, damit die Leute Getränke auf ihr abstellen können. Begrüßen Sie die atemberaubende Hazel Brugger. Hazel, was möchtest du trinken? Ja, ich nehme Wasser gerne. Wasser? Ja. Du trinkst keinen Alkohol? Ja, nicht mit so vielen alten Männern gleichzeitig. Das ist... Naja. Ja. Aber habe ich dich falsch eingeschätzt? Das war bis jetzt übrigens der beste Satz, der jemals auf die Frage, möchtest du Wein trinken, find ich nicht. Gefallen ist. Ich fand es sehr unwitzig. Habe ich dich falsch eingeschätzt mit eher Musical-Hasserin? Es gibt ein Musical, das fand ich super. Also The Book of Mormon von den South Park-Herstellern. Danke, eine Person. Aber da geht's auch, da geht's um, also das ist hochrassistisch, antireligiös und AIDS-verharmlosend. Und das war so der Kompromiss, den ich eingehen konnte, dann so dann als Musical. Das war okay. Du bist als die böseste Frau der Schweiz bezeichnet in manchen Rezensionen. Ich glaube, das hast du jetzt hier ganz klar bewiesen, dass es so ist. Oder findest du diese Beschreibung doof? Ach, mir ist das eigentlich egal. Also so, das ist ganz entspannt eigentlich, weil ich dann als böseste Frau, ich kann mich ja richtig daneben verhalten und dann sind die Leute total entzückt, weil ich immerhin der Presse folge. Also ich mache dann, was die Presse sagt. Und wenn ich nett bin, dann sagen sie so, boah, die ist so nett. Die hat viel netter, als die Presse geschrieben hat. Das heißt Win-Win für dich. Ja, super. Hazel, ich habe nachgedacht, ich kenne keine andere Prominente, die Hazel heißt. Gibt es prominente Hazels? Ja, das Kind von Julia Roberts. Heißt Hazel? Ja, also das wurde ja zwangsprominent eigentlich. Ja. Magst du Hazel als Vornamen? Geht so. Bist du eher froh darüber, dass sie dich so genannt haben? Oder grämst du ihnen das? Oder ist es dir scheißegal? Ja, so, um meiner Rolle gerecht zu werden, müsste ich sagen, ist mir scheißegal, aber eigentlich schon nicht. Also ich glaube, meine Eltern wollten einfach jemanden zu Hause haben, den sie mobben können. Und das, ich war das letzte Kind und sie wussten das auch und haben dann gesagt, jetzt hauen wir voll auf die Kacke. Ja. Und wann ist dir aufgefallen, dass du zu Hause eigentlich nur da bist, um gemobbt zu werden? Eigentlich so als mehr als der Kopf aus der Mutter raus war, habe ich das gemerkt. Der erste Blick und alles war klar. Ja, ich dachte so, oh Mann, wieso diese Familie? Ja. Wie war deine Kindheit? Gar nicht so lang. Also ich bin dann relativ schnell, habe ich gesagt, ich möchte kein Kind mehr sein. Ich habe mich auch vom Kindertisch distanziert, gesagt, es reicht. Ich möchte jetzt bei den großen Leuten sitzen. Und ja, dann war es eigentlich vorbei. Aber warum wolltest du möglichst schnell näher bei den Leuten sitzen, die dich mobben? Weil man dann die Skills viel schneller kriegt. Also wenn man von jemand gemobbt wird, der richtig gut mobben kann, dann kann man halt viel besser, schneller zurückmobben. Aber, also stimmt, wenn man immer nur so von Vierjährigen gemobbt wird, dann bleibt es halt auf dem Level. Ja, da hast du recht. Ja. Du erscheinst. Ich muss jetzt einfach sagen, du arbeitest ja oder hast gearbeitet vor deiner großen TV-Karriere auch als eine Frau, die in einem Bereich gearbeitet hat, der fast so schlimm ist wie Musical, nämlich Poetry Slam. Das verachte ich auch wahnsinnig. Ja, das ist so das Musical der Literaturszene. Ja. Einfach ohne Glamour. Völlig ohne du Glamour. Du hast es mal genannt, die Paralympics der Literatur. Und das kommt dem fast noch näher als Musical. Bist du froh, dass du jetzt aus dieser elenden Poetry Slam-Szene rausgewachsen bist? Ach, nee, eigentlich vermisse ich die. Also ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das immer, man will das haben, was man nicht mehr hat. Aber so in solchen Situationen denke ich mir so, ah, wieso kann ich nicht bei irgendeinem grindigen Slam auftreten? So, es war viel relaxter. Hier wird man noch so geschminkt und so betatscht von Mikrofonleuten und beim Poetry Slam steht man einfach vorne hin und wenn man gewinnt, kriegt man eine Flasche Schnaps. Und hier kriegt man, glaube ich, nicht mal eine Flasche Schnaps. Nicht mal eine Flasche Schnaps, aber ein Glas Wasser. Immerhin. Wie findest du das hier unglamourös? Oder was, war das jetzt, hast du dich jetzt beklagt über das, was Backstage abgeht? Nee, es ist einfach mega kalt. Aber ja, es ist nicht beheizt. Das ist richtig krass, ja. Ist okay. Wir haben Uwe Kröger gefragt, ob er die Stromrechnung übernehmen kann. Das ging nicht. Und der ORF ist ähnlich klamm wie er. Ja.
Hazel, findest du eigentlich, dass Frauen lustig sind? Oder sind Männer lustiger? Also Männer sind nackt lustiger, finde ich. Warum? So ein nackter Mann, der rennt. Das ist einfach... Ja. Das ist warum das ist das lustig? Weil das so eine, irgendwie so eine ungewollte Dynamik hat. Also es ist so... Ja, es hat ja auch so was sehr Verletzliches, das dann sehr schnell umschwingen kann in etwas Bedrohliches. Und das mag ich. Da fühlt man sich wie so eine Maus vor einer Schlange. Ja, sehr gut beobachtet. Aber siehst du so oft nackte Männer laufen? Ja, die laufen immer weg. Ja. aha. Ja. Du hast ein Buch geschrieben, eine Kolumnensammlung, die heißt Ich bin so hübsch. Mhm. Was meinst du damit? Beziehungsweise wen? Welchen Teil von mir? Innen oder außen? Nein, das ist, was ist das, eine Kolumnensammlung? Ja, das ist halt so ein Buch, wo mehrere Kolumnen drin sind, gesammelt. Also eine... Also genau. Doch keine Kolumnensammlung. Ist Schreiben für dich noch immer was du regelmäßig machst? Und würdest du auch die große Form anstreben? Oder bist du jetzt verhurt durch das Fernsehgeschäft? Ich würde sehr gerne mal einen Roman schreiben, denke ich mir. Aber also, wie, wenn man es nicht kann? Ne? Ja, also, üben. Die Zeit ist auf meiner Seite. Die Zeit ist auf deiner Seute. Was du sehr gut kannst, sind Beiträge für die Heute-Show machen. Hier, Ja. Für die Heute-Show bist du als Außenreporterin unterwegs. Unter anderem warst du auf einem Parteitag, glaube ich, der CDU. Mhm. Davon haben wir einen kleinen Ausschnitt. du bist mittlerweile in Deutschland und in der Schweiz unterwegs mit einem Soloprogramm von dir. Wir haben dich gefragt, ob du hier auch in der Sendung eventuell was performen willst, aber dann kam von dir die Ansage, nein, nur 3 Minuten, das reicht mir nicht, um das zu entfalten, was ich entfalten will. Ist deine Komik, ernste Frage jetzt sozusagen eine entschleunigte, die wirklich Zeit braucht? Ja, also ich glaube, im Idealfall wäre das dann irgendwann mal nicht mehr so, also dass ich dann mehr so... Einfach, dass es die ganze Zeit knallt, aber im Moment kriege ich das noch nicht hin. Also man braucht schon noch Zeit, man muss mich zuerst mal verstehen und dann irgendwie so ein bisschen vertrauen. Es ist so wie mit einem Tier in der Wildnis, so der Dialog. Und dann, wenn man mich länger gesehen hat, dann wird es auch immer besser. Also ich möchte auch eigentlich nur, dass die Leute mich 90 Minuten sehen kommen. Ich komme nur ins Fernsehen, damit die dann live kommen. Ja, und kommen sie jetzt? Ja. Also sag mal, musstest du eigentlich umlernen auf Hochdeutsch? Bist du Schweizerdeutsch erzogen worden? Ja, also ich habe die ersten, also immer bis jetzt eigentlich immer Schweizerdeutsch geredet, aber mit meiner Mutter immer Hochdeutsch. Weil die Englischlehrerin ist. Genau. Ist ihre Mutter ist Englischlehrerin? Ja, aber wieso spricht man dann, wenn sie Englischlehrerin ist? Dann würde man ja eher vermuten Englisch. Du bist in Amerika auf die Welt gekommen, ja. Und dein Vater ist Psychologe. Ja. Das heißt, du hast schon als kleines Kind mit Gehirnen gespielt. Ja, wir haben immer so Gehirne mitgebracht gekriegt. Also der hat uns immer so Lollis in Gehirnform mitgebracht und dann so gesagt, so, das da hinten ist der Gyrus angularis, das ist der Knoten, der fürs Lesen zuständig war. Und wir so, halt's Maul. Und also wir hatten sehr komischen Umgang mit dem Körper. Also es war, bei uns gab es auch nicht so Aufklärung, so das ist dein Busen, das sind deine Eierstöcke, sondern so, das ist das Zentrum für den kognitiven Bereich und so. Und das war sehr spezifisch immer. Und jetzt... mittlerweile kann ich eigentlich gar nicht mehr Leute anschauen, ohne mir ihr Gehirn vorzustellen. Aber was hast du denn für einen Eindruck von diesen 3 alten Gehirnen, die dir hier gegenüber sitzen? Wie stellst du sie dir vor? Top. Top? Glamour. So, also ich stelle mir das sehr koordiniert vor, oder? Du kannst hast du die auch schon beim Laufen vorgestellt, nackt? Nee, jetzt gerade schon. Jetzt geht schon was, glaube ich. Liebe Hazel, ein kurzer Ausschnitt vielleicht aus dem Privatleben von Hazel Brugger. Auf Facebook bist du ja auch unterwegs, wie man sagt, und postest kleinere Filmchen. Den haben wir eigentlich sehr interessant gefunden, Hazel Brugger, über ihre Gewohnheiten im Auto. Hazel Brugger, ich möchte mich bedanken und darauf aufmerksam machen, dass sie im Herbst in Wien und in anderen Hauptstädten Österreichs, glaube ich, zu sehen ist. Und in der Heute-Show kann man sie auch hin und wieder sehen. Mhm. Ja, und in diversen Talkshows. Herzlichen Dank fürs Hiersein, für den sympathischen Besuch, liebe Hazel. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne. Schauen Sie sich bitte alle Programme an von Hazel Brugger. Gehen Sie auch in die Musicals von Uwe Kröger. Er kann es gebrauchen. Ich möchte mich wirklich herzlich bedanken für diesen netten Besuch in der nächsten Ausgabe von Willkommen in Österreich. Josef Hader und die besten Zauberer Österreichs. Vielen Dank, Stermann, dass du da warst. Danke dir. Einen guten Eindruck hinterlassen. Danke. Ja.
Auch ich war gut. Ich möchte mich bedanken. Das bis war's für nächste heute. Woche. Ciao. Und es verabschiedet sich nun für uns Los Kaya. Dankeschön, schönen Abend. Bis Servus. Zum nächsten Mal. Danke sehr.